Hallo und Servus aus Tirol und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Mein Name ist Robert Höck und für mich geht's heute zurück zum Ursprung und zwar nicht nur zu den Anfängen von Happy Huhn, sondern generell zu den Anfängen von der gesamten Thematik Huhn für mich. Ich bin hier auf dem Kronbühlhof, das ist der Hof meiner Familie und hier habe ich schon als kleiner Hosenscheißer mit meiner Oma gemeinsam die Küken mit Kamillentee versorgt, habe bei der Versorgung der Hühner geholfen und inzwischen liegt die Hühnerhaltung in den festen Händen meiner Eltern. Auf dem Kronbühlhof leben seit vielen Jahren Legehybriden und zwar, wie es halt einfach in der Landwirtschaft so ist, einfach deswegen, weil die Hühner hier für die Eierproduktion und auch für den Eierverkauf gehalten werden und weil einfach die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Das Problem bei den Hybridhühnern ist aber, dass es einfach Tiere sind, die züchterisch total am Limit sind. Dieses Huhn jetzt zum Beispiel, das steht am Ende der ersten Legeperiode und man sieht einfach, es ist total ausgemergelt und das, obwohl hier wirklich die Versorgung sehr gut ist, die Tiere kriegen Futter aus eigenem Anbau, Gemüse aus dem Nutzgarten, Heilkräuter, haben tolle Einstreu zum Scharen, es wird eine Wechselweide betrieben. Also es sind an und für sich wirklich glückliche Hühner, aber das Hybridhuhn selber ist einfach für sich ein Nutztier, das ein bisschen too much ist. Die Leistung steht hier genetisch schon sehr im Vordergrund. Es ist fast nicht möglich, dass man da Eier produziert, die man dann auch nachhaltig nennen kann. Meine Eltern und ich, wir haben uns jetzt beraten und beschlossen, dass wir den Versuch wagen wollen, mit traditionellen Wirtschaftsrassen hier die Eierproduktion umzustellen. Das heißt, die braunen Hybriden, die sind hier momentan schon ein Auslaufmodell und dann geht es eher mit Rassen wie Exchequer Leghorn, Amrocks und Marans in die Zukunft. Ich erkläre euch gleich noch, was für Gedanken weiters dahinter stecken und wie das Ganze auch wirtschaftlich funktionieren kann. Aber ich würde sagen, da schon die ersten Küken da sind, schauen wir erstmal rein zu den Jüngsten. Insgesamt 3 Kükenställe gibt es jetzt hier auf der Crown Hill Ranch und in solchen Aufzuchtboxen leben die Küken am Anfang in den ersten beiden Wochen. Schon am zweiten Lebenstag reagieren sie auf die Fingerzeigmethode. Dass es verschiedene Rassen sind, ist unschwer zu erkennen, dazu dann aber gleich mehr. Die Kükenboxen, das sind umgebaute Reptilienterrarien, speziell für Pythons und die kann man, wenn man sie mit zusätzlichen Lüftungen, einer Heizplatte für Küken und einem Licht, das für das Vogelauge angenehm ist, versieht, auch super für die Kükenaufzucht am Anfang verwenden. Auch ein zweites Kükenterrarium ist schon bewohnt, auch hier leben nochmal 30 bis 40 Küken. Insgesamt haben wir bereits 60 Stück aus Brut Nummer 1 bekommen. Hier sind jetzt hauptsächlich Amrocks und Marans zu sehen und wie man die beiden Rassen im Kükenkleid gut unterscheiden kann, das zeige ich euch auch gleich. Jetzt aber noch kurz etwas zur Einstreu in diesen Boxen. Wie man gut sieht, ist hier eine sehr grobe Holz- bzw. Hackschnitzel-Einstreu in den Terrarien. Von einer Aufzucht auf Küchenrolle oder Drahtgitterböden halte ich bei Küken nicht viel. Auch Küken wollen schon scharren und sich beschäftigen, das sieht man jetzt bei diesem Landzwerg gut. Und so eine grobe, natürliche Einstreu ist einfach schon mal die halbe Miete, um die Küken von Federbicken und Kannibalismus abzuhalten. Küken gewöhnen sich solche Flausen ja oft an, weil ihnen einfach langweilig ist und sie sehr reizarm aufgezogen werden. Außerdem bleibt die Holzeinstreu auch sehr lange sauber und kleine Fehlstellungen an den Zehen, verursacht durch Kunstbrut, gleichen sich auf unebenem Bodengrund auch in den ersten Tagen aus. Auch drunter ist schon so eine Holzstreu zu sehen, das ist dann der Stall für die größeren Küken. Das zeige ich euch gleich. Die Holzschnitzel stammen direkt vom Hof und werden hier in der Heizanlage produziert. Und da seht ihr jetzt im Hintergrund auch schon meinen Zuchtstamm von den bayerischen Landzwergen. Und das sind quasi die Elterntiere der kleinen Landzwergküken, die da bei der bunten Kükenaufzucht auch schon dabei sind. Zu den Landzwergen möchte ich gleich vorweg sagen, die sind hier eher um zu vergleichen interessant. Natürlich sind die Landzwerge als Zwerghühner jetzt keine Wirtschaftsrasse, aber das sind einfach meine Lieblinge, die sind auf dem Hof zwecks Erhaltungszucht.
Trotzdem ist es sehr interessant, dass sie mit dabei sind, denn so kann man vergleichen, wie sich die Zwerghuhnküken im Vergleich zu den Legerassen entwickeln. Und da starten wir doch gleich mal. Also das hier sind jetzt eben die Küken von den bayerischen Landzwergen. Die sind schon als Küken sehr farbenbunt und verraten auch schnell, dass bei dieser Rasse kein Tier dem anderen gleicht. Ja, so süß die Landzwerge auch sind, es geht ja hier jetzt auch um Rassen, die gut legen. Und als Rasse Nummer 1 haben meine Eltern und ich uns dafür die Marans entschieden und deren Küken sehen in den ersten Tagen wie Schwalben oder kleine Pinguine aus. Schwarz mit weißem Bäuchlein und man kann auch schon sehen, dass diese Rasse eine Fußbefiederung hat. Die Marans legen ja sehr dunkle kastanienrote Eier und sind ausgewachsen, jetzt eher schlichte Hühner, aber gerade der Hahn mit dem vielen Kupfer am Hals in der Variante Schwarzkupfer ist schon auch wirklich eine Pracht. Hier sind jetzt 2 Tage alte Amrock-Küken zu sehen. Bei den Amrocks hatten wir auch den besten Schlupf bei unserem Brutprojekt, allerdings schlüpften manche erst an Tag 22. Die Küken sind anfangs in verschiedenen Grauschattierungen gehalten, später bekommen sie dann aber ein gestreiftes Federkleid und das ist jetzt hier gut zu sehen. Das Amrock-Huhn ist ein sehr großes Huhn, das getrost auch als Zweinutzungshuhn bezeichnet werden kann. Warum das hier für unser Projekt jetzt ein Vorteil ist, dazu dann aber später mehr. Amrocks legen solche cremebraunen Eier, die Marans legen ja kastanienrote Eier und jetzt haben wir hier noch Bruteier von einer dritten Rasse, die weiße Eier legt. Das sind Eier von Leghorn-Exchequern. Es ist uns wichtig, dass die 3 Hauptrassen für den Start anhand der Eischalenfarbe unterscheidbar sind. Denn nur so können wir entscheiden, welche Rasse sich auf Dauer auf dem Hof bewährt. Die Exchequer sind farblich wunderschön, hauptsächlich haben sie weiß, in geringerem Ausmaß dazu eine schwarze Zeichnung im Gefieder. Sie sind vom Charakter her die lebhafteste Rasse. Diese weißen Exchequer-Eier sind für den 2. Brutdurchgang bestimmt und da kommt auch nochmal eine große Partie an Marans-Eiern dazu. Und die hat uns Züchterin Karin auf den Hof gebracht, von der auch die Amrocks und die Marans stammen. Ich habe sie gefragt, was sie gemacht hat, dass sie so schöne dunkle Schalenfarben bei ihren Marans hinbekommen hat. Also ich habe jetzt wirklich einige Jahre selektieren müssen. Es sind auch immer wieder einer dabei, die was ein bisschen heller legen. Ja. Die haben dann auch so Sprenkel dabei, was aber auch ganz schön ist, finde ich. Ja, extrem schön. Und ein paar Hennen habe ich jetzt wirklich dabei, die was richtig schöne, dunkle Marans-Eier legen. Variiert das auch ein bisschen so in der Legeperiode? Ja, genau. Also je länger die Periode dauert, umso heller werden eigentlich die Eier. Aber das ist ganz normal. Also, okay. Und dann, wenn die Legeperiode wieder beginnt, dann haben sie eigentlich die schönsten Formen. Bevor diese farbintensiven Marans-Eier dann gemeinsam mit den Exchequern in den Brutschrank dürfen, muss der Brutschrank noch gründlich gereinigt werden, denn er war ja schon mal für den ersten Durchgang in Betrieb. Mit Zitronensäure und Apfelessig geht das recht gut. Und hier nochmal eine Rückblende vom Schlupf der ersten Partie. Da sind jetzt zum Beispiel die Amrock-Eier gerade angepickt, ganz rechts ist es gut zu sehen. Wir haben einen wirklich tollen Brutschrank auch erwischt für die Brut, darum lief auch die erste Brut schon so reibungslos und das war nur möglich durch eine gute Beratung. Wir waren im Jänner noch mitten im Stallbau, als ein guter Freund von mir uns diesen Brutschrank empfahl und auch zum Hof lieferte und natürlich habe ich da für euch mitgedreht, aber seht selber. Also hinter den Toren hier läuft der Stallausbau für das Junggeflügel noch weiter, aber wir haben uns gedacht, wir können ja parallel schon mal mit der Brut anfangen. Und ich habe meinen guten Freund und Wachtel-, Geflügel- und Hühnerexperten Michael Volk aus Baden-Württemberg gefragt, was er denn von den Erfahrungen her mir für ein Brutgerät empfehlen würde. Er hat ja im Laufe seines Lebens schon einiges getestet, hat selber eben auch ständig irgendwelche Eier von gefährdeten Wachtelarten oder Hühnerrassen irgendwo in einem Brutapparat, die er ausbrütet. Und habe einfach zu Michael gesagt, du, was kannst du mir empfehlen? Michael, also
Mir gefällt das auf den ersten Blick schon mal wahnsinnig gut. Sieht ja fast so ein bisschen aus wie ein Getränkekühlschrank. Ja. Was hast du mir denn da jetzt Schönes mitgebracht? Ja, also das ist ein Brutgerät der Marke Brinsey. Die kommen aus England. Und bedingt durch unseren Job mussten wir uns eben auch mal für einen Brutgerätehersteller entscheiden. Wo wir wirklich sagen, wie bei allen anderen Produkten auch, die sind wertig, die sind stimmig und da ist der Kunde glücklich mit. Weil alles andere bringt uns nicht weiter und bringt die Kunden nicht weiter. Ja. Und ich habe ja in meiner ganzen Zeit schon von den klassischen Styroporbrüder über die Holzschrankbrüder, wo man auch kennt, geläufig, habe ich ja wirklich alles schon ausgetestet und die Marke Brinsey, die hat uns einfach so überzeugt, wo wir einfach mit Herzblut dabei sind und sagen, mit dem Gerät bist auch du wunderbar bedient. Das ist natürlich wirklich Gold wert und rettet unter Umständen auch Kükenleben, wenn bei der Erstinbetriebnahme gleich jemand mit dabei ist, der den Schrank schon in- und auswendig kennt. Michael strotzt geradezu vor lauter Tipps. So, wir haben jetzt hier die Horden mit den Bruteiern. Man hört hier schon die Wasserpumpe, weil das Gerät tut die Luftfeuchtigkeit komplett automatisch regulieren, nach dem, was man da einstellt. Die tut schon fleißig pumpen. Das Gerät hat jetzt seine Temperatur fast erreicht. Das heißt, wir können jetzt zwei randvolle Horden mit Bruteier einlegen. Ganz wichtig ist bei dem Brutgerät oder bei jedem Brutgerät auch, immer destilliertes Wasser einfüllen, dass sich einfach keine großen Kalkablagerungen in den Teilen oder auch am Gerät absetzen können. Man merkt es immer, es gibt Geräte, da hat man unten eine Wasserschale und wenn man hier klassisches Wasser verwendet, nach ein paar Mal, nach wenigen Verdunstungsvorgängen, hat man eine richtige Kalkschicht am Ende in den Schalen drin. Auch bevor die Brut schon startet, muss man rund ums Brutei einiges beachten und da hat Michael jetzt auch noch ein paar Tipps für euch. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, was ich hier gerade mache. Und zwar wende ich die Eier auf die Spitze. Wir haben hier nämlich eine wunderschöne Sammlung an verschiedenen Bruteiern von großen M-Works, Marans, Zwerggrünleger, muss ich auch sagen, das erste Mal, dass ich Zwerggrünleger-Eier in der Hand habe und Eier von den bayerischen Landzwergen. Und ich gebe euch einfach jetzt ein paar Tipps mit, die ihr einfach beachten könnt, wenn ihr auch eigene Bruteier sammeln möchtet. Zum Beispiel sollte die Lagerung von Bruteiern immer mit der Spitze nach unten erfolgen. Und mein Adlerauge hat hier natürlich gleich ein paar Bruteier entdeckt, wo eben noch nicht so sind und das ändern wir einfach gleich. Das heißt, wenn ihr Bruteier sammelt, die Spitze immer nach unten. Bruteier selber lagert ihr am besten bei einer Temperatur von 8 bis 15 Grad. Und die Luftfeuchte sollte auch am Lagerort nicht unbedingt unter 55 bis 60% liegen. Ansonsten das Alter der Eier. Frisch, umso frischer, umso besser. Älter als 12 bis 15 Tage sollten Bruteier in der Regel nicht sein, wenn ihr wirklich noch erfolgreich mitbrüten wollt. Natürlich mache ich so, wenn ich jetzt noch Eier da habe und die sind jetzt 15 Tage alt und ich habe Platz im Brutgerät, dann kommen die Eier mit rein, weil mehr als nicht schlüpfen kann am Ende gar nichts. Deswegen und zum Wegwerfen wäre es am Ende auch zu schade. Was gibt es denn noch zu beachten? Die Sauberkeit der Bruteier. Also man sieht hier, die Bruteier haben durchweg wirklich eine tolle Qualität. Also es sind keine gravierenden Verschmutzungen oder irgendwas zu entdecken. Sowas ist vollkommen legitim, da braucht ihr euch auch gar keinen Kopf drum machen. Von dem Thema Bruteier waschen oder desinfizieren bin ich in der Regel kein großer Fan. Weil jedes Ei hat von der Natur eine natürliche Schutzschicht. Und durch das Waschen der Eier entfernt ihr diese Schutzschicht. Das heißt, zwar ist der Schmutz weg, durch die Schutzschicht sind aber die Poren ungeschützter und so können fremd eingewirkte Bakterien viel schneller in das Ei eindringen und den Embryo am Ende beschädigen. Deswegen sage ich, lieber schauen, dass man möglichst saubere Nester hat und dann kann man sich das Ganze drumherum mit Desinfizieren und Waschen einfach sparen. Und das ist am Ende immer das Beste. Michael musste dann irgendwann auch wieder die Heimreise ins Baden-Württembergische antreten, aber zuvor hat er auch meinen bayerischen Landzwergen noch einen Besuch abgestattet und die haben ihm buchstäblich aus der Hand gefressen. Damals im Jänner war der Aufzuchtstall mit 3 Abteilen für die Küken auch noch nicht fertig, wir waren da gerade noch beim Mauerbau. Und darum will ich euch jetzt auch ein bisschen was dazu erzählen, wie eigentlich alles entstanden ist.
Ja, Leute, ich bin gerade beim Hütern schneiden. Ist einfacher, als ich dachte. Ich wusste das bisher nicht, dass man die so gut bearbeiten kann, diese Ziegel. Wir machen hier einen Aufzuchtstein für Jungeflügel. Hier sollen Küken nicht nur schlüpfen, sondern auch die ersten Lebenstage und später auch das Jugendalter verbringen. Wir sind hier auf der Crown Hill Farm. Mein Vater ist hier im Hintergrund gerade schon dabei, die Mauer aufzuziehen. Dann wird noch vergittert und verputzt. Und konkret wird hier einfach vom Kuhstall ein Bereich komplett abgetrennt für das Geflügel. Das hat den einfachen Grund, dass man Rinder und Hühner auch nicht im selben Stall halten soll. Und es ist einfach auch schön, wenn die Hühner dann hier künftig ihren eigenen Bereich zum Aufwachsen haben. Eine Mauer quer durch den Kuhstall ziehen, das hört sich jetzt erstmal so an, als hätten die Rinder hinterher weniger Platz. Dem ist aber tatsächlich nicht so, denn der Rinderbestand hat sich bei uns in den letzten Jahren wirklich halbiert. Früher war es ein Milchbetrieb und man hatte dann relativ viel Jungvieh auch immer. Jetzt leben nur noch 8 Mutterkühe mit ihrem Nachwuchs auf dem Hof. Im Sommer sind die Kühe immer draußen, auch im Winter haben sie Zugang zu einem Freigelände. Die Mauer entstand, wie gesagt, vor über einem Monat Ende Jänner. Am Fenster bildeten sich Eiskristalle, während die flache Wintersonne uns den Mauerbau erhellte. Mit den Ytong-Ziegeln ist so eine Mauer eigentlich relativ schnell aufgezogen und schon bald sind wir dem fachfreuischen Blick der Rinderdamen entzogen. Es gibt viele Gründe, warum es wichtig ist, selber Hühner aufzuziehen, wenn man von nachhaltigen Eiern sprechen möchte. Und darum lohnt sich dann letztlich auch dieser ganze Aufwand, einen eigenen Aufzuchtraum für das Junggeflügel zu machen. Von alten Rassen kriegt man von den Händlern nämlich in der Regel auch gar keine legereifen Junghennen. Das heißt, wer mit alten Rassen Eier produzieren möchte, muss sie ohnehin immer selber aufziehen. Ich würde sagen, dann erkläre ich jetzt einfach mal mehr zu dem Bauschritt, der hier gerade zu sehen ist mit den Terrarien. Jetzt sind auch die Aufzuchtheime für die ganz kleinen Küken schon fertig. Da haben wir Terrarien für Bütons umgebaut, dass das für Hühnerküken geht. Da kann man dann alles schön reingeben, von der Wärmeplatte über die Tränken. Man hat hier Schiebevorrichtungen zum Ausmisten. Da werden wir eine der Glasscheiben dann langfristig auch immer durch ein Gitter ersetzen, weil die Küken dann doch mit der Zeit viel Feuchtigkeit auch abgeben. Und man hat dann hier also links und rechts zwei so Aufzuchtboxen für die kleinen Küken, kann dann eben auch zwei Gruppen machen oder die Rassen trennen. Und wenn die Küken dann etwas größer sind, dann können sie schon in diesen Raum hier, wo sie dann wirklich einige Quadratmeter Bodenfläche haben. Hier kommt jetzt noch Gitter rein, das hier wird eine Tür und das ist dann wirklich alles sehr schön an einem Ort. Und da es jetzt auch noch mit einem Edelputz verputzt ist, wirkt das Ganze auch schon, ohne dass die Wand jetzt noch gestrichen wird, sehr freundlich und hell. Hier richtet mein Vater jetzt noch die Tür ein, die dann zu den größeren Küken zwischen den beiden Terrarien durchführen soll. Die Küken können dann auch den Platz unter den Terrarien gut nützen, es ist also alles schön ausgenutzt. Draußen nützt den schönen Januartag parallel dazu auch meine Mutter. Sie baut nämlich hier gerade den alten Hühnerzaun ab. Schon die Hybridhühner durften hier auf der Crown Hill Ranch immer eine Wechselweide genießen. Doch der alte Wildzaun ist ganz schön in die Jahre gekommen und wird jetzt durch einen deutlich stabileren Maschendrahtzaun ersetzt. Hier wurde auch bei der Haltung der Hybridhühner immer schon Wechselweide betrieben. Wechselweide, das heißt, man hat zwei Auslaufflächen und die Hühner nutzen immer abwechselnd entweder die eine oder die andere. Das ist super für die Weidehygiene und den Parasitendruck, weil eben die einzelne Fläche so nicht hühnermüde werden kann. Darum blieben die Hybridhühner hier auch immer vergleichsweise lange gesund. Sie hatten immer auch grünes Gras zum Bicken und konnten sich ihren Menüplan noch zusätzlich zum Futter selbstständig ergänzen. Und natürlich wird diese Wechselweide auch dann mit den alten Rassen wieder fortgeführt. Auch der Hühnerstall der Hybridhühner wird übrigens im Laufe des Frühjahrs noch komplett erneuert und auch der Bodengrund wird hier einmal komplett ausgetauscht. Das ist sehr wichtig, um einfach auch zu verhindern, dass die neuen Hühner dann irgendwelche Seuchen oder Krankheiten durch die alte Hühnerhaltung aufschleppen.
Die Hybridhühner werden hier sehr abwechslungsreich ernährt. Hier kriegen sie zum Beispiel gerade Grünkohlpesto mit Nudeln von meiner Freundin Verena. Naja, aber trotzdem, sie sind halt einfach von ihrer Zucht her zu starke Hochleistungstiere, als dass sie nicht nach der ersten Legeperiode komplett ausgemergelt werden. So sehen sie übrigens aus, wenn sie noch relativ frisch auf dem Hof ankommen. Hybridhühner kriegt man ja immer nur als Jungtiere oder Junghennen fertig. Es sind quasi Produkte, die man zum Endnutzen kauft. Einen Kreislauf kann man mit den Hybridhühnern auf einem alten Tiroler Bauernhof nicht wirklich entstehen lassen. Das geht eher mit den alten Rassen. Und da wird es jetzt sehr spannend, denn was soll denn eigentlich mit den Hahnenküken passieren? Fragen sich vielleicht manche von euch schon. Bei den Hybriden ist es ja so, dass für eine Legehenne in der Regel auch ein Hahn schon als Küken getötet wurde. Das wollen wir natürlich auf der Crown Hill Ranch nicht so machen. Was passiert also mit den Hähnen? So sehen Amrock-Hähne aus, wenn sie keine Küken mehr sind, sondern bereits prächtige Junghähne. Ich habe mich mit Amrock-Züchterin, aber auch Selbstversorgerin Karin genau zu diesem Punkt unterhalten. Kann man nicht die Hähne vielleicht auch aufziehen und nachhaltig mästen? Und wie macht sie das eigentlich? Auch Karin hatte selber schon mal von Hybriden auf alte Rassen wie Amrocks und Marans umgestellt. Ja, ich habe jetzt die Karin hier. Die Karin ist die Züchterin, von der die Bruteier stammen, aus denen unsere Küken geschlüpft sind. Und Karin hat ja auch früher Hybridhühner gehalten und dann eigentlich auf die traditionellen Rassen umgestellt. Karin, hast du das jemals bereut? Nein, auf keinen Fall. Wie war denn das bei dir mit den Hybriden eigentlich so? Ja, wie es bei vielen ist, haben wir eben auch mit 5, 6 Hybriden angefangen. Mhm. Wir haben uns damals natürlich auch noch nicht recht auskennt. Ja. Haben wir da auch eine Grünleger-Hybride dabei gehabt. Und ja, und irgendwann sind wir halt draufgekommen, dass es da schon noch andere Hühner gibt als wir die Hybriden. Ja, und du hast ja jetzt mehr Hühner natürlich. Ich glaube, inzwischen hast du ja sicher 100 Hühner am Hof. Ja, ja, genau. Da also kommt schon auch einiges an Eier. Im Sommer mit, mit dem Junggeflügel dann noch mehr. Da ist dann schon einiges am Hof. Es ist eben so bei den Hybriden, wenn man jetzt so eine Henne hat, also die sind jetzt zum Beispiel schon 2020 aus dem Ei geschlüpft, also die sind eh schon wieder relativ alt für Hybridhühner, die dürfen ja meistens gar nicht so alt werden, haben eben wie vorhin schon gesagt ein sehr schönes Leben hier bei uns, aber man hat halt bei diesen Hybridhühnern einfach auch immer das Wissen im Hinterkopf, dass da höchstwahrscheinlich auch im Verhältnis zu den weiblichen Küken auch männliche Küken schon als Küken getötet wurden. Es ist ja auch ganz groß, gerade in den Medien wieder, dieses Thema Hahnenküken töten. Und das ist auch so ein Grund, was ich an den Hybridhühnern nicht so nachhaltig finde, dass eben oft die Brüder dieser Hennen sterben. Und jetzt ist es ja so, natürlich, wenn man jetzt alte Rassen züchtet, so wie jetzt die Amrocks, hat man ja auch die Hähne. Und bei den Amrocks ist ja eigentlich das Schöne, man kann Hahnenküken und Hennenküken schon unterscheiden. Mhm. Aber was machst jetzt du zum Beispiel mit den Hahnenküken als Züchterin? Naja, also wir brauchen ja dann doch auch immer wieder einige Hähne für die Zucht. Können. Wir ziehen alle auf. Mhm. Und ich schaue dann auch, dass ich durch das, dass ich einige Züchter jetzt auch schon kenne, habe ich immer wieder Anfragen wegen einem Zuchthahn. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass man nicht alle behalten kann. Das ist logisch schon. Unrealistisch, gell? Genau. Dass man jeden vermittelt kriegt. Ja, wir sind einfach auch Selbstversorger. Mhm. Und die, was dann übrig bleiben, was wir auch nicht für die Zucht brauchen, die schlachten wir dann auch. Aber ich nehme mal an, die werden dann nicht wie in der Masthähnchenindustrie im Alter von 5, 6 Wochen geschlachtet. Nein, gar nicht. Wie lange ziehst du die ungefähr auf? So zwischen 16 und 20 Wochen. Ah ja, da sind sie eigentlich fast schon beim Krähen dann, oder? Genau. Ja, super. Da. Und so wollen wir das eben auch machen. Bei uns ist nur der springende Punkt, wir wollen halt hier Eier produzieren eben. Und das Mästen selber interessiert uns einfach nicht so. Oder das ist nicht so unser Ding. Mein Ding sowieso nicht. Und jetzt habe ich jemanden gefunden, nur, ich glaube, so 3, 4 Kilometer Luftlinie entfernt, der uns die Hahnenküken aufziehen würde. Und die dann quasi eben auch so wie bei dir schonend mästet, eben auch, schätze ich mal, so 16 Wochen dann behält, wo ich auch mal vorbeischauen kann, die Hähne besuchen. Und jetzt wollte ich dich fragen, wenn die Dame vorbeikommt und die Küken abholt, würdest du uns helfen, bei den Amrocks schon mal zu schauen, was die Hahnenküken sind? Ja, sicher. Also durch das, dass die kennfarbig sind, kann man ja das wirklich von Anfang an recht gut unterscheiden. Sehr cool. Also das ist schon, wenn man eben
auf das Ganze gehen möchte, auch ein bisschen die Wirtschaftlichkeit, ein Vorteil, wenn die Küken natürlich kennfarbig sind. Weil gerade wenn man dann so jemanden hat, mit dem man zusammenarbeitet, halt die Küken dann relativ schnell ausziehen können, die nicht da bleiben. Dann haben ja eigentlich auch die Hennen schon mehr Platz im Aufzuchtstall. Genau, ja. Man, das ist auf alle Fälle eine super Sache. Ja, voll cool. Also die Amrocks, die taugen mir für das Projekt echt riesig. Schauen wir mal rein zu den Kleinen. Ja, ja. Passt. Und übrigens, die Hybridhühner, das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie da jetzt ausgedient haben und aus den Augen, aus dem Sinn. Die Damen, die werden hier sicher noch einige Monate auf dem Hof verbringen, dürfen im Frühling auch wieder raus auf die grüne Wiese und sollen hier jetzt nicht einfach, nur weil wir jetzt bessere Hühner haben, irgendwie entsorgt werden. Also das wollte ich auch sagen. Natürlich sollen auch diese Hybriddamen weiterhin als Tiere geschätzt weiterleben dürfen. Hm? Ihr Süßen. Vom Charakter her sind sie ja echt nette Hühner, ja. Gell? Aber ich glaube, da können die Amrocks und die Maransamen mithalten. Auf alle Fälle, ja. Die Amrock-Küken, wenn man sie sich genauer ansieht, haben sie eine unterschiedliche Silbrigkeit, gerade am Kopf, aber auch über den Rücken. Manche sind dunkler, manche heller. Hier jetzt links ein Hahn, rechts eine Henne. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das hier müsste wieder eindeutig ein Hahn sein, da er sehr silbrig ist. Rechts wieder eine Henne. Und Margit ist jetzt auch schon da, die Dame, die die Hahnenküken abholt. Bisher sind es erst 8. Sieht also nach relativ vielen Hennen aus, aber fragen wir mal die Karin. Sie erklärt der Margit hier gerade, woran man denn die Hähne nun eindeutig erkennt. Also die, der Sperberfleck ist da meistens mehr verteilt über den Kopf und die haben meistens da noch ein weißes Rand drüber. Und der Rücken ist meistens auch ein bisschen sauber. Und die Live sind heller wie bei den Hähnen. Jetzt müssen wir da rein, dass du da aussuchst. Ja, genau. Ne? Man, die sind ja schon voll fit. Ja, ja. Richtig proper. Wie weit ziehen die jetzt weg? Ungefähr 2 Kilometer, oder? Genau. Ja, das ist ja eigentlich richtig regional noch. Seid ihr ja gar nicht weit getrennt von euren Schwestern. Darf ich die dann nochmal bei dir besuchen, wenn sie ein paar Wochen alt sind? Gerne. Und einmal schauen, wie sie sich entwickelt haben, die Buben? Gerne. Mei, das gefreut mich. Dankeschön. Also wir haben jetzt die Hähne von den Hennen aussortiert und es waren jetzt da fast 2/3 Hennen. Unglaublich. Also, ich bin nicht sehr überrascht. Ja, aber du hast da auch so tendenziell ein paar mehr Hähne. Ja, ich habe eigentlich einen guten Hennenschnitt immer bei meinen. Da haben wir eigentlich richtig Glück gehabt. Ja. Dann hast du jetzt gar nicht so viel eigentlich als Tafelküken oder Tafelhähne, aber ja, ich freue mich schon, wenn ich es dann einmal besuchen darf. Freue mich auch. Das alles liegt schon wieder ein paar Wochen zurück und ich habe seither natürlich auch dokumentiert, wie sich die Küken weiterentwickelt haben. Das waren die verbliebenen Küken nach einer Woche, da hatten sie schon deutliche Federn an den Flügeln und konnten richtig flattern. Das ist jetzt die Gruppe Nummer 1, die dann nur noch aus den paar Grünlegern und den Amrocks bestand. Und hier jetzt Gruppe Nummer 2, wo wir die Marans vorübergehend mit den bayerischen Landzwergen zusammengefasst haben. Und die Küken sind jetzt auch schon ganz schön sprunghaft, gehen auf erhöhte Positionen und man merkt einfach, es wurde zu eng in den Aufzuchtboxen, also haben wir sie bereits am 10. Lebenstag auf den großflächigen Junggeflügel-Aufzuchtstall umquartiert. Und da liebten sie es auch sofort. Zum Einzug gab es geraspelte Möhren, das Lieblingsfutter, an das wir sie auch ab dem 3. Lebenstag als Zusatzfutter gewöhnt haben. Die Fingerzeigmethode funktioniert auch von Tag zu Tag besser. Mit solchen Lockrufen könnt ihr Küken von Anfang an konditionieren und sie hören dann auch später als ausgewachsene Hühner noch auf diese Lockrufe. Also das kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen. Mit der Einstreu gab es auch keinerlei Probleme während der ersten Wochen, also dass jetzt zum Beispiel ein Küken solche Holzspäne fräße und Kropfverstopfung bekäme, liegt vielleicht aber auch daran, dass sie über das Futter auch genug Abwechslung haben. Und die Sitzstangen wurden dann ab der 3. Lebenswoche entdeckt. Auch zeigte sich dann, dass ein Wackelkandidat von den Amrocks noch ein Hahn wurde. Allerdings ein sehr kleinwüchsiger Hahn, hier ist er jetzt zu sehen, hat schon sehr kräftige Beine und einen großen Kamm. Der bleibt erstmal auf dem Hof und wird hier mit den Hennen mit aufgezogen. Puck, 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 puck.
Ja, die kleinen Küken sind jetzt richtig groß schon. Sie sind jetzt schon über 3 Wochen alt. In ein paar Tagen schlüpft Partie Nummer 2. Und was man hier jetzt einfach sehr, sehr gut sieht, ist, dass die Langzwerge wirklich nochmal deutlich kräftiger entwickelt sind als zum Beispiel die Amrocks und die Marans, also zumindest was die Befiederung anbelangt. Die sind teilweise schon voll befiedert. Da sitzt jetzt gerade eine auf meiner Hand. Und ja, die Amrocks und die Marans sind natürlich kräftiger, einfach auch von der Zucht her, weil sie ja große, schwere Rassen sind, aber haben eben in die Befiederung noch nicht so viel Kraft gesteckt. Ich habe nochmal nachgerechnet, die Landzwerge sind ja schon an Tag 19 geschlüpft und schon deutlich über 3 Wochen alt. Und ja, in dem Alter, also in der 4. Lebenswoche, dürfen die Küken auch schon richtiges Mineralfutter für ausgewachsenes Rassegeflügel bekommen. Das ist auch wichtig, da sie die Steinchen für den Muskelmagen brauchen und den Grit und alles eben auch für die Verdauung und Mineralstoffversorgung. Die Küken kriegen hier als Grundfutter Pellets, und zwar deswegen, weil so die Futterverwertung sehr gut ist. Bei Pellets wird nicht selektiert und in guten Pellets stecken auch viele Mineralstoffe, sodass die Küken schon während der Aufzucht keine Mangelerscheinungen haben und dann später auch gute Voraussetzungen dafür haben, viele Eier zu legen und trotzdem fit und gesund zu bleiben. Hier haben sie jetzt auch mal ein hartgekochtes Ei als tierische Proteinquelle bekommen. Außerdem kriegen sie jeden Tag geraspelte Karotten mit Pflanzenöl und Heilkräutern wie Oregano und Thymian. Also sie wachsen hier wirklich sehr gut auf. Parallel dazu wird draußen bereits der Stall von den Hybridhühnern erweitert und vergrößert, damit dann künftig, wenn hier die alten Rassen leben, nochmal deutlich mehr Platz ist. Also dieser Anbau hier kommt dann noch zusätzlich zum alten Hühnerstall, der ja auch renoviert wird, dazu. In diesem Fallrohrsystem wird zukünftig die Fütterung stattfinden. Da fällt das Futter dann das Rohr hinunter und drunten beim Knie kann das Huhn dann rauspicken. So bleibt das Futter relativ luftdicht und sauber. Und nur ganz unten kommt wirklich Luft und Witterung hin. Und hier wird das Futter dann mit Scheffeln reingefüllt. Also ein echt tolles System, bei dem eigentlich auch die Futterverwertung dann verbessert werden soll, beziehungsweise der Verlust verringert. Es kommt dann bald ein Teil 2 zu diesem Thema. Hier schiere ich gerade die Eier für den 2. Durchgang und wir freuen uns hier schon riesig auf die Leghorn-Exchequer-Küken und auf die weiteren Marans-Küken. Im nächsten Teil möchte ich auch dann noch ein bisschen was dazu erzählen, welche weiteren Rassen sich für solche Projekte eignen würden. Aber natürlich freut ihr euch wahrscheinlich am meisten darauf zu sehen, wie sich die Küken weiterhin entwickeln. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut doch auch mal auf Instagram vorbei. Bleibt den Hühnern treu. Macht's gut und bis bald.